Fliegerhorst Büchel, Rheinland-Pfalz. Hier ist das taktische Luftwaffengeschwader 33 stationiert. Im Depot bereiten die Techniker eine der schlagkräftigsten Waffen der Bundeswehr vor. Den Taurus, ein Luftboden-Marschflugkörper. Mit der fliegenden Präzisionswaffe werden hochwertige Ziele, wie zum Beispiel gegnerische Gefechtsstände oder Bunkeranlagen, auf große Entfernungen treffsicher bekämpft. Unser Marschflugkörper Taurus besteht im Grunde aus drei Komponenten. Dem Bugteil, dem Mittelteil und dem Heckteil. Im Bugteil befindet sich quasi die Steuerung und die Navigation vom Flugkörper. Im Mittelteil ist der Penetrator eingelegt und die Tanks für die Versorgung vom Triebwerk mit der Flügeleinheit, die ausfährt, wenn der Flugkörper sich vom Trägerflugzeug gelöst hat. Und im Heckteil befindet sich das Triebwerk, also die Antriebseinheit mit den Rudern, die halt eben den Flugkörper lenken. Der Taurus wird bei der deutschen Luftwaffe vom Jagdbomber Tornado aus eingesetzt. In der Einsatzzentrale der ersten fliegenden Staffel plant die zweiköpfige Besatzung, bestehend aus dem Piloten und dem Waffensystemoffizier, ihren Trainingsflug. Ja, wir planen jetzt hier die gemeinsame Strecke mit dem Taurus bis hin zu seinem Absetzpunkt hinsichtlich Flughöhe und Richtung. Und ab diesem Absetzpunkt, den die Planungszelle uns vordefiniert, übernimmt dann der Taurus autark mit seiner Sensorik und fliegt selbstständig zum Ziel. Die exakten Zielkoordinaten und die Flugroute für den Taurus werden von einem Planungsoffizier erstellt. Anschließend wird die Tornado-Besatzung in den Taurus-Flugplan eingewiesen. Vor einem der Flugzeugbunker, auch Shelter genannt, üben Flugzeugwarte die Vorbereitung eines Taurus. Im Ernstfall wird die Abstandswaffe zuerst betankt, mit regulärem Jet-Treibstoff. Das Tankvolumen ist geheim. Auch wie weit der Taurus exakt fliegen kann, unterliegt der Geheimhaltung. Seine Reichweite beträgt aber mehr als 500 Kilometer. Auf dem Fliegerhorst in Büchel sind ausschließlich Jagdbomber vom Typ Tornado stationiert. Der zweisitzige Mehrzweck-Kampfjet wurde Anfang der 1980er Jahre bei der deutschen Luftwaffe eingeführt. Und obwohl die Luftwaffe Tornados ständig modernisiert werden, sind ihre Tage bei der Bundeswehr gezählt. Bis zum Jahr 2030 werden alle Tornados ausgemustert. Nach dem Betanken befestigen die Flugzeugwarte den Marschflugkörper an einer Waffenstation des Jagdbombers. Der Tornado kann gleichzeitig zwei Taurus an den Außenlastträgern unter seinem Rumpf transportieren. Der Marschflugkörper hat einen sogenannten Tandem-Gefechtskopf. Dieser besteht aus einer Hohlladung und einem sogenannten Penetrator, einem mit Sprengstoff gefüllten, etwa 2 Meter langem Wuchtgeschoss aus Stahl. Taurus wurde im Jahr 2005 eingeführt. Über rund 600 dieser Marschflugkörper verfügt die deutsche Luftwaffe aktuell. Vor dem Start werden die Zieldaten auf den bereits montierten Flugkörper übertragen. Sein Ziel wird er mit diesen Daten dann vollständig autonom anfliegen. Also eine komplette Flugfahrtplanung von Geschwindigkeit über Höhe, über Zeitpunkt und Ziele festgelegt haben, das Ganze abgespeichert haben und jetzt hier mit diesem Bodenladegerät auf den Marschflugkörper aufgespielt werden. Dann übernimmt die Crew den einsatzbereiten Jagdbomber. Pilot und Waffensystemoffizier überprüfen beim sogenannten Go-Around noch einmal optisch die Maschine und die mitgeführten Waffen. Im Einsatz fliegt der Pilot den Jet, während der Waffensystemoffizier, kurz WSO, den Waffeneinsatz vom hinteren Cockpit aus koordiniert. Beide, Pilot und WSO, sind im Tornado technisch und taktisch in der Lage, den Marschflugkörper am Zielpunkt abzuwerfen. Der Taurus ist rund 5 Meter lang, etwas mehr als 1 Meter breit und wiegt 1,4 Tonnen. Das Turbofan-Triebwerk beschleunigt ihn fast auf Schallgeschwindigkeit, knapp 1200 Stundenkilometer.
Die garantierte Reichweite beträgt 500 Kilometer. Die maximale Kampfentfernung ist aber geheim. Der Gefechtskopf, bestehend aus einer Hohlladung sowie dem Penetrator, wiegt gut eine halbe Tonne. Der Beschaffungspreis liegt pro Flugkörper bei rund 1 Million Euro. Den scharfen Einsatz der Waffe üben die Tornado-Besatzungen in Südafrika. Der Waffenrechner gibt mir quasi Informationen darüber, wann der Taurus ausgelöst werden muss, sei es Distance out zum Absetzpunkt oder Timing. Und dementsprechend kriege ich eine klare Anzeige, wann ich den Taurus releasen muss. Der Release, das Auslösen der Waffe, geschieht hunderte Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt. Danach fliegt der Marschflugkörper autonom den einprogrammierten Flugweg. Dabei nutzt er 4 Navigationssysteme. Die sogenannte Trägheitsnavigation, markante Geländepunkte auf der Angriffsroute und schließlich einen Infrarot-Suchkopf. So findet der Taurus praktisch immer sein Ziel, auch wenn einmal eines der Systeme ausfallen sollte. Der Taurus ist aufgrund seiner enormen Durchschlagskraft für Hochwehrziele geeignet, die besonders geschützt oder gestärkt sind, wie Bunker oder sonstige Hauptquartiere, auch Flugzeugschutzbauten oder sonstige infrastrukturell wichtige Ziele, wie etwaige Brücken. Der Taurus kann dabei beliebig programmierbare Angriffsverfahren fliegen. Um nicht selbst abgeschossen zu werden, fliegt er zum Beispiel bei einem Bunkerziel tief an, zieht kurz davor steil nach oben, um dann mit einem voreingestellten Winkel einzuschlagen. Dabei sprengt die Hohlladung den Weg für den Penetrator frei. Der durchschlägt die weiteren Bunkerdecken und explodiert punktgenau. Nach der Ausmusterung des Tornados soll der Eurofighter als Trägerflugzeug für den Taurus dienen.